Dell.de. Als einer der Top 3 Computer- und Notebook-Hersteller der Welt darf natürlich Dell in der Netbook-Szene nicht fehlen. Das Dell Inspiron Mini 9 ist Dells Antwort auf die derzeitigen vielen Netbooks, die den Markt überfluten. Das Inspiron Mini 9 ist eines der kompaktesten und leichtesten Netbooks am Markt. Es wiegt nur knapp über einem Kilogramm und kann somit sehr leicht überall mitgenommen werden. Ist mit einem 8,9 Zoll Bildschirm ausgestattet und als Prozessor wird ein Intel Atom N270 mit 1,6 GHz Taktfrequenz verwendet. Das Dell Inspiron Mini gibt es in insgesamt zwei Varianten. Einmal die Variante mit Windows XP, die 369 Euro kostet, und die Variante mit einem angepassten Ubuntu Linux 8.04, die 299 Euro kostet. Das Produktdesign des Dell Inspiron Mini ist sehr hochwertig. Auch die Verarbeitung ist wirklich einwandfrei, die Details sauber gelöst. An der Oberfläche ist Klavierlack eingesetzt worden. Das spiegelt natürlich sehr stark. Es sieht aber wirklich sehr schick aus. Die Oberfläche ist kratzfest, auch wenn natürlich Fingerabdrücke dann stark hängen bleiben. An der Innenseite ist eine Art Metallicfarbe verwendet worden. Das ist wirklich sehr stimmig, sehr schön gelöst. Auf der linken Seite haben wir hier die Anschlüsse wie Kensington-Lock zum Absperren des Netbooks, den Stromanschluss, zwei USB-Schnittstellen, den Card Reader und auf der linken Seite dann die beiden Audioschnittstellen, einen weiteren USB-Port, einen analogen VGA-Ausgang und den LAN-Anschluss. Bei der Tastatur geht Dell äußerst unkonventionelle Wege, denn Dell hat einfach hier die ganzen F-Tasten weggelassen und emuliert diese über die Funktionstaste, über den Tasten A, S, D, F, G, H, J, K, L und Ö. Das bringt natürlich insofern Vorteile, dass man etwas höher gewinnen kann. Allerdings ist es doch recht umständlich, wenn man gewisse Shortcuts wie Alt F4 zum Schließen vom Fenster gewohnt ist, wenn man diese nun über Alt Funktion F4 ausführen muss. Die Tastatur an sich ist trotzdem recht klein, das liegt aber auch daran, dass der Akku komplett bündig ins Gehäuse eingeschoben worden ist und auch recht groß ist und somit nicht wirklich viel Platz übrig geblieben ist, um eine größere Tastatur einzubauen. Das Glare-Type-Display ist glänzend und spiegelt somit stark die Umgebung. Das ist insofern problematisch in hellen Räumlichkeiten, allerdings macht Dell dies mit einer sehr hohen Helligkeit von über 200 Lux wieder gut. Das ist deutlich mehr als der Durchschnitt und liegt wirklich im obersten Feld. Damit ist auch das Arbeiten im Freien möglich, wenn die Sonne direkt einstrahlt, denn dann blendet sie nur den einzelnen Bereich auf und nicht das gesamte Display. An der Unterseite befindet sich hinter dieser Klappe die einzelnen Komponenten. Wir haben hier das WLAN-Modul, hier 1 GB Arbeitsspeicher und hier den Flash-Speicher. In der Windows-Version ist der Flash-Speicher insgesamt 16 GB groß und in der Linux-Version insgesamt 8 GB groß. Auf dem Flash-Speicher befindet sich das Betriebssystem. 16 GB sind zwar nicht viel, reichen aber für die tägliche Arbeit mit Office und Internet völlig aus. Hier bietet Dell auch die Möglichkeit, zukünftig UMTS-Module einzubauen. Derzeit ist es noch nicht verfügbar. Wahrscheinlich wird Dell noch in Verhandlungen treten mit verschiedensten Mobilfunkanbietern und dann entsprechende Varianten mit Broadband-Karte anbieten. Die SIM-Karte wird dann hier unter dem Akku eingeschoben. Wobei diese natürlich jetzt noch nicht belegt ist und die Kontakte noch fehlen. Der Akku ist mit 32 Wattstunden ausreichend groß, sodass das Dell Inspiron Mini eine Akkulaufzeit von 3 bis 4 Stunden erreicht. Eines der coolsten Features dieses Netbooks ist, dass im Dell Inspiron Mini kein Lüfter eingebaut ist. Und das ist wirklich einmalig, denn alle anderen Netbooks verfügen über einen Lüfter, der teilweise deutlich zu hören ist. Die CPU im Dell Inspiron Mini ist somit völlig passiv gekühlt
Und das Produkt ist absolut lautlos, was einfach fabelhaft und fantastisch ist. Jetzt vergleichen wir nochmals kurz sowohl die Windows- als wie auch die Linux-Version. Hier die Linux-Version mit Ubuntu Linux 8.04 HD Hero und hier die Version mit Windows XP Home Edition. In etwa starten die Betriebssysteme gleich schnell. Das ist eigentlich auch sehr einzigartig, denn im Normalfall dauert der Startvorgang von Ubuntu Linux deutlich länger als wie von Windows. Hier sieht man, dass Dell ziemlich am Betriebssystem gearbeitet hat und es deutlich optimiert hat, sodass auch die Startvorgänge ausreichend schnell sind. Während unter Windows das gewohnte Startmenü zur Verfügung stellt, hat Dell hier bei Linux eine Art Schnellstartbar hinzugefügt, über die man Programme, wie zum Beispiel bei Internet, dann den Webbrowser, den Dell Support, Boxnet Online Speicher, Dell Video Chat, Links zu eBay, Evolution E-Mail Software, den Multi-Messenger Pidgin, und unter Lernen, dann haben wir zum Beispiel ein Alphabet hier, ein Buchstabierspiel, das Desktop-Planetarium, das wir schon vom EPC kannten und das wirklich sehr schön ist, Stellarium. Hier kann man zum Beispiel den ganzen Sternenhimmel simulieren lassen mit den einzelnen Sternenbilder und Galaxien. Danach ein Funktionsplotter, Moleküldarstellung, Mathematikprogramme, Schreibmaschine, Sprachtools, Weltuhr, Wörter. Unter Produktivität den Adobe Reader, die komplette OpenOffice Suite, bestehend aus dem Schreibprogramm, einem Präsentationstool, die Tabellenkalkulationssoftware und einem Programm zum Erstellen von Grafiken. Und hier unter Spiele dann verschiedenste Spiele. Und bei Unterhaltung dann die Fotoverwaltung, Kameraverwaltung, Amarok, Musikplayer und den Totem Media Player. Diese Toolbar ist wirklich sehr schön, sehr intuitiv und das Coole daran ist eigentlich, dass Dell damit nicht darauf verzichtet, gleichzeitig ein vollwertiges Betriebssystem mitzuliefern, so wie es die anderen Hersteller wie Asus und Acer tun. Denn bei ihnen wird ein komplett angepasstes Linux verwendet, das der Benutzer überhaupt nicht anpassen kann. Hier hat es Dell geschafft, eine Mischung aus beiden Systemen zu schaffen. Und das ist sehr cool, denn hier gibt es die Standard-Navigation, die man auch sonst von Ubuntu Linux gewohnt ist, mit allen Programmen. Und unter System besteht natürlich auch die Möglichkeit, Software zu installieren und deinstallieren. Zum Beispiel kann man hier einfach Grafikprogramme wie GIMP oder Skype einfach nachinstallieren. GIMP zum Beispiel geht ganz einfach, da die Paketquellen schon vorhanden sind. Bei Skype muss man entsprechende Paketquellen angeben, die stehen meistens aber auch auf den Webseiten und das geht super einfach. Das heißt, das Dell Inspiron Mini ist auch eines der wenigen Netbooks mit Linux, das man sehr einfach und völlig anpassen kann. Den kompletten Testbericht zum Dell Inspiron Mini 9 können Sie in Kürze auf unserer Website www.minitechnet.de aufrufen. Dort finden Sie auch detaillierte Informationen, Benchmarks, Messwerte und Bewertungsdaten. Vielen Dank für Ihr Zuhören und auf Wiedersehen.